Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit der RSG Limo. Ein seltener Gast namens Tom Wotzki ist mal wieder im Haus hier. Hat sich schon umgemeldet, hat ein Zimmer bekommen hier. Gibt schon Ärger bei MAN, dass er nicht wieder zurückkommt. Nein, Spaß. Noch haben wir Spaß, das Auto zusammenzubauen. Jetzt kommen die Arbeiten, die wirklich geil sind und richtig Spaß machen. Heute kommt das Thema, was ich fast am komplexesten finde. Und zwar Thema Motorhalter. So. Wir haben auf der ersten Motorshow schon gesagt, der ganze Motor sitzt 3 cm waren es nicht. Es sind ungefähr 2 cm tiefer, dass die Haube zugeht wegen der Ansaugbrücke. Und jetzt müssen wir das Ganze noch adäquat verschrauben. Ganz viele haben ja schon die Vorahnung gehabt, dass das ziemlich starr ist zwischen Ladeluftkühler und Motor. Jetzt kommt allerdings die Sache, wir werden diesen Motor hammerhart starr verschrauben. So, habe ich bisher auch noch nie gemacht. Also wirklich Motorhalter, Achse, verschweißen. Normalerweise ist das bei diesem Fachzeug folgendermaßen. Die Achse ist mit einer Schraube an die Karosse und dann hängt davor noch dieser Aluklotz hier, der mit durch die Achse geht und hier sind 2 Zehner Schrauben und da sitzt der Motor drauf. Und das hier sind 3 mm Alu. Klar, 3 mm Alu kann schon ein bisschen was, aber es gibt tatsächlich ein paar, die im harten Viertelmeile-Einsatz das Ding wirklich durchknacken. Und da das zu einer großen gefährlichen Baustelle werden kann, haben wir uns überlegt, wir machen es gleich geil, weil es ist eh nicht so viel Platz da, das seht ihr später, wie dieser Motorhalter hier gestaltet werden muss, weil wir hätten keine Chance mit unserem geraden Rohr hier durchzukommen, weil das gerade Rohr ist logischerweise genau, können wir mal kurz zeigen hier, nehmen wir unsere Ansaugung, so, das heißt, man müsste hier jetzt mit Motorlager und Motorhalter durch. Jetzt ist dummerweise die letzte Kammer von der Trockensumpf hier auch noch im Weg. Die können wir auch nicht versetzen, weil das die Hauptsaug- und Druckseite ist. Die kann nur da bleiben. Das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, tun, tüdeln und so weiter. Ja, das heißt, Plan ist es, mit dem ganzen Motorhalter weiter nach hinten zu wandern, dass wir hier hinter sind, dass wir näher an der Achse sind. Und ich würde gerne Motor inklusive Getriebe komplett auf der Vorderachse verschrauben. Das heißt, mein Ziel ist es am Ende, dass der Motor wirklich in Anführungsstrichen ein tragendes Teil von dem Auto ist, übertrieben gesagt. Das heißt, jegliche Kraft und Vibration geht gar nicht erst in die Karosse, sondern bleibt auf der Achse. Das heißt, original haben wir hier links, rechts ein Lager. Das wird da auch wegwandern. Also wir werden dann im Anschluss auch noch die Getriebehalter bauen. Die sind allerdings deutlich einfacher zu bauen. Haben dann wiederum auch gleich Platz für richtig geile große Downpipes. Also hat auch Vorteile das Ganze. Als auch vorne. So, vorne ist der Plan. Wir erstellen neue Halter. Das Ganze haben wir hier auf der Seite schon mal gemacht. Wir mussten gestern schon mal ein bisschen vorschrauben, bevor wir filmen konnten. Aber auf der anderen Seite zeigen wir euch nochmal, wie wir das gemacht haben. Sinn und Zweck hinter der ganzen Sache ist wirklich, hier ist der Motor fest, da ist der Motor fest, hier hinten ist der Motor fest mit dem Getriebe. Das heißt, das Ding ist einfach steif. Vielleicht machen wir hier noch eine Strebe zwischen. Mal abwarten. Aber mein Ziel ist es ja, mit dem Auto Events zu fahren. Das heißt, ihr könnt euch darauf einstellen, dass wir auch mal Viertelmeile fahren. Mit Glück auf einer geklebten Strecke mit riesenbreiten Slicks. Und spätestens dann braucht man genau solche Sachen, sonst fällt einfach nur alles auseinander. So, jetzt werdet ihr euch fragen, warum ist das Ding so groß? Relativ einfach. A, wenn wir wissen, wo der Motor sitzt, können wir es immer noch kleiner machen. Und B, man weiß ja nie, welche Evolutionsstufen dieses Fahrzeug noch bekommt. Deswegen habe ich gerne lieber ein bisschen mehr Platz, um den Motor weiter nach vorne, weiter nach hinten, nach links, nach rechts, überall hinzuschieben. Deswegen finde ich das so geil, weil ich will natürlich den Motor möglichst weit hinten haben, dass er möglichst gut auf der Achse ist. Nee, deswegen ein bisschen größer. So, das heißt, wir bauen jetzt als erstes die zweite Seite davon. Achso, das hier ist übrigens der Träger von unten. Das heißt, hier kommt die Achse rein. Die beiden Verschraubungspunkte sind da original. Die nehmen wir auch mit. Und hier machen wir noch einen zusätzlichen Verschraubungspunkt. Dann habe ich angefangen mit dieser Schablone. Diese Schablone habe ich mir grob zurecht gemacht für dieses Teil. Zack, gekantet, so hier angezeichnet, ausgeflext und verschweißt. Das heißt, dieses Teil kommt dabei raus. So sieht das Ganze aus. Dann einfach einmal umgedreht und genau in die andere Richtung gemacht. Das Ganze wird nicht so leicht in Summe, also auch gewichtstechnisch, weil wir nehmen überall 3 mm. Ich weiß, idealerweise hätten wir bei diesem Fachzeug jetzt hier natürlich einen Chromostahl genommen, wie auch die Achsen sind. Aber A haben wir nicht, B wäre auch hier wieder die geilste Lösung, wenn wir die Halter fertig haben, gerade am Motor, scannen lassen, fräsen lassen, weil das geht in Alu. Ja, das geht ohne Probleme in Alu, wenn es vernünftig ausgelegt ist, auch mit Kräften, wie die wirken und so weiter. Egal, lange Rede, wir wollen einfach machen, wir bauen es jetzt in Stahl und in Edelstahl und das wird schon vollkommen ausreichen. Also, das war meine Platte, hochgeklappt.
Die Platte haben wir runtergekantet und hier gekantet, dann das Ganze passend ausgeschnitten, dass der Kollege hier so runter kann. So, hier ist die Achse. Wir schweißen dieses Teil an die Achse. Das heißt, jedes Mal, wenn wir die Achse rausnehmen, ist die Achse quasi hier fest mit dran. Also dieses Teil ist später ein festes Teil von der Achse. Das Ganze wird von unten noch versteift und so weiter. Aber jetzt als erstes kommt das erstmal hier so ran. So. Das heißt, als allererstes würde ich vorschlagen, das hier wieder zusammenschweißen. Mhm. Und dann geht's weiter. Das brauchst du eigentlich nicht filmen, weil es so todeshässlich. Woran liegt das, die Seite jetzt Farben hat und die nicht? Weil hier viel mehr Hitze an die Seiten reingegangen ist, ne? Okay. Die Seiten reingegangen ist und dadurch viel mehr Hitze ins Material geht. Hier hast du ja einfach nur aufgebaut innen drin. Das Verbrannte ist ja auch einfach nur, dass Hitze reingekommen ist. Wollt's nicht, aber wir einen guten Tag hier. Also, wir wollen keine Zeit verlieren. Ja? Klopp, dieses Gerät passt jetzt genau hier so runter. Von der Theorie her muss es jetzt allerdings noch ein bisschen weiter nach vorne. Genau. So. So sitzt es eigentlich ganz schön. Gib mir mal einen Stift. Und jetzt würde ich nämlich gerne Folgendes machen. Ich würde hier gerne einen Halbmond reinmachen. Wir holen gleich unser Lieblingstool wieder raus. Und machen hier einen Halbmond rein. Jetzt ist natürlich das Problem, was ich mit bedenken muss, ist... Guck mal, hier am Dach. was ich mit bedenken muss, geil war übrigens, wie den Leuten aufgefallen ist, dass meine Sohlen nicht mehr quadrotauglich sind. Alter, aber das geht echt schnell scheinbar, ne? Weil die sind ja wirklich noch nicht so... Ne? Also ich trage so Schuhe schon auch immer lange, weil ich auch immer viel wechsle. Aber das ging schon echt schnell bei den Dingern, muss ich wirklich sagen. Ahnung, die werden schon ein Jahr oder so alt sein. So. Aber ist jetzt nicht so, dass ich ein Jahr lang jeden Tag anhabe. Das ist ein halbes Jahr alt, die sind auch schon ein bisschen durch dann. Krass. Egal, so wie jetzt zurück zu unserem Projekt hier. Man muss sich jetzt ja vorstellen, das ist die Karosse, das ist die Achse. Wir wollen natürlich irgendwie die Achse noch bewegen können am Ende. Wenn ich die jetzt natürlich genau hier passend reinlege, kann man die Achse in keine Richtung mehr irgendwie bewegen. Das heißt, ich muss das schon so ausrichten, dass das zu allen Seiten noch ein bisschen Spiel hat am Ende. So, das habe ich mir jetzt da angezeichnet, da müssen wir rein. Ah, nicht ganz so viel Luft. Aber ich würde natürlich jetzt gerne hier einen Halbmond reinmachen. Was, einen Halbmond? Ja. Hier. Smiley. Um das halt richtig geil direkt wieder mit der Achse zu verbinden. Ne? So, na, am Ende kommen da natürlich noch Versteifungen und so weiter runter, aber erstmal geht es jetzt darum, das mit der Achse zu verbinden. Das heißt, wir nehmen jetzt schön wieder unseren Gnibbler und gnibbeln da ein Loch ein. So, jetzt einmal Mikrofon aus, weil es wird wieder ein Tucken lauter. So, jetzt der große spannende Moment. Kriege ich es hiermit hin, nur so einen Halbmond daraus zu ziehen? Und dazu noch aus 3 mm Stahl. Aus 3 mm Stahl, genau. So, das Problem ist, wir werden jetzt nur einen Versuch haben. Ich hätte niemals gedacht, dass es hier durchgeht. Ich hätte gleich gedacht, es knallt. Und der Zacken ist einfach weg. Man steht da einfach so durch, Alter. Guck dir das an. Ciao. Jo. Wie sich drei gestandene Männer so über ein 150-Euro-Tool freuen kann, ne? Weil ich sag euch, wenn ich hier mit der Flex durchgegangen wäre, es hätte wieder Dreck gemacht. Guck, Tom, ich hab ein Smiley für dich. So. Cool. Ein Punkt an den Aal. Mhm. Müssen wir ein bisschen zu mir ziehen, leider, weil die Masse nicht reicht. Man könnte auch das Schweißgerät herziehen. Oh. Der Tisch hat extra Rollen. So finde ich schön. Kannst du die Hand hier wecken? Nee. Noch wieder mal hier oben. So. Junge, dieser Helm ist so geisteskrank. Der halbe Schritt auch nicht mehr wieder weg. Aber der andere ist schöner. Das stimmt. Igor war gerade da, ADB Schweißshop. Der war auf der Durchreise. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, was er dir hier gelassen hat. Den Helm? Also er hat den Helm hier gelassen, mal wegen, probier mal aus. Nee, weil er sieht einfach nur silber aus. Ja, aber ja, wie soll ich das erklären? Bei den meisten wird's ja, ist es ja einfach dunkelgrün, wenn du schweißt, weißt du? Mhm. Und da ist die Naht einfach nur, oder das Schweißbad ist einfach dunkelblau und den Rest drum siehst du, als würdest du durch eine verdunkelte Scheibe gucken. Aber ist teuer, ist teurer Helm? Ich glaube ja. Also so gut das wie heißt, das heißt, muss ja teuer sein. Das heißt, du siehst während des Schweißes drumherum noch alles, ja, genau. Nur da, wo ihr schweißt, alles dunkel. Genau, ja. Also siehst du bei anderen ja auch, aber so noch viel, viel klarer. Also als würdest du einfach nur ganz normal durch eine Scheibe gucken. Also verdunkelt wirklich nur das, wo auch genau. Dunkel werden muss. Ja. Krass.
und großes Sichtfeld. Mhm. Ja, krass. So, wir wollen natürlich, dass die Platte anliegt an der Verschraubung. Das heißt, egal wie, wo, was wir machen, lieber Schraubzwingen rum, dass die Platten in den Bereichen auf jeden Fall anliegen am Ende. Ah, jetzt kannst du. Lass uns abkühlen, dann schweiß er nochmal drüber. Jetzt müssen wir das Ganze am Ende natürlich noch ein bisschen steif machen. Das heißt, da kommen jetzt im Laufe dieses Videos, im Laufe der nächsten Videos, kriegt das Ganze am Ende seine finale Gestalt. Problem ist, ich muss halt erstmal wissen, wo der Motor sitzt, weil ich würde schon am Ende zum Beispiel gerne vielleicht einen Topf oder ein Rohr oder wie auch immer einschweißen. Mhm. Aber dafür müssen wir erstmal ein bisschen vorankommen. Bitte. Ah. Erstmal im Liegen schweißen. Da bekommt der Name Schweißbad aber gleich eine ganz andere Bedeutung, wenn er im Liegen schweißt. So, wir haben das auf der Seite schon mal vorbereitet. Hier kommt jetzt noch mal einmal so ein Blech rein mit einer schönen Kantung, weil hier irgendwo die Schraube ist. Und dann kommt hier noch mal ein kleines Dreieck rein. Dann glaube ich, dass alles, was dieser Halter irgendwie an Kraft in die Richtung oder auch rausziehen will, schon mal abgefangen ist. Das heißt nicht, dass da Ende ist. Mein Traum sieht aus, dass am Ende hier eine Art Hülse ist und wir das Ganze mit einem Blech noch zumachen. Zumindest den Teil. Also, dass dieses Teil wirklich am Ende geschlossen ist. Weil man unterschätzt wirklich, was da an Saft drauf ist am Ende. Gib mir mal eine Minute, dann messe ich nämlich kurz aus. Ja. Ich messe. Ist das jetzt ja eigentlich wieder der Bille-Zollstock oder was? Ja, eigentlich müsste der hier kommen. 13. Alter, den habe ich angewandt. Ja, warte, jetzt lass mich kurz. Nee, warte, lass mich kurz überlegen. Ich musste irgendwo wieder. Das ist der falsche Stift, werde nicht die Kanten. Ich habe es irgendwo gebraucht. Pass auf, wir brauchen in der Höhe brauchen wir einen Streifen mit, ich sag mal, 54. Und dann gehen wir von hier so 13,5. 53 mal 13,5. 14 wegen der Kantung. Da habe ich schon einbezogen. Aber Bandschleifer mache ich für dich 14, dann kann ich ein bisschen was runter. Du kannst ja in der Zeit bitte hier schon mal einmal die. Ja. Da drin, ne? Total. Also, Tom, die gute Nachricht ist, das Blech passt richtig schön. Schlechte Nachricht, war ein bisschen übereifrig und habe leider. Ich mache immer so klein die Ecken weg, weil da halt immer eine Schweißnaht ist, damit das Blech richtig in die Ecke rein kann. Einfach kleine Phase drin. Ja, ich habe es leider auf die falsche Seite erst gemacht. Das heißt, du müsstest jetzt hier oben ein bisschen ausfüllen. Ja. Aber kriegst du hin, ne? Ja. So. Pass auf, während du schweißt, messe ich hier gleich direkt wieder aus. Höhe ist klar. Wir wollen die Tiefe noch hier. Dann können wir hier nämlich gleich ein Dreieck reinsetzen. Damit es gleich auch passt. Guck, siehst du? Das ist nämlich nicht ansatzweise 90 Grad hier. Wenn sich immer beim Winkel vertut. Ja. Jetzt kannst du ganz vorsichtig. Ich das schon noch drin habe. So, ich habe gelernt, wenn es steif werden soll, muss man immer sogenannte Dreiecke schaffen. Damals bei Nils. Das heißt, jetzt haben wir dafür gesorgt, dass das ganze Ding so nicht mehr biegen kann. Mhm. Jetzt müssen wir, obwohl dieses Teil schon da ist, trotzdem nochmal in die Richtung sorgen. Hier können wir noch nicht, weil ich nicht weiß, wo das Loch hinkommt. Aber hier hinter können wir auf jeden Fall nochmal einen schönen Winkel setzen. Klebt da erstmal einen ran. Schweißt du lieber Alu oder Edelstahl? Alu. Ich finde krass, wie viel leiser Edelstahl mal ist, ne? Mhm. Aber Alu ist ja mal hin und her wechseln. Ja. Sind 90 Grad, wirklich 90 Grad oder Parkside 90 Grad? Ne, die sind hoffentlich wirklich 90 Grad. Okay. Habe ich zumindest so bei eBay bestellt, deswegen hoffe ich mal, dass der hochwertige eBay-Händler mehr als eine Parkside hat. Das ist ja eine Kombizange. Kombiniert aus mehreren Sachen. Zwei oder vier Töne. Jawohl, jetzt darfst du. Ich bestell Pizza. Wie immer. Die Kartons müssen ja mehr werden hier. Also, das sieht doch so schon mal steif aus. Das heißt, am Ende haben wir hier 1, 2, 3 Schrauben. Jetzt drehen wir das Ganze einmal um. Ziehen den Motor raus. Stellen den Motor tatsächlich hier drauf. Und gucken uns mal das Gegenstück dazu an. Reicht das von der Höhe erstmal? Ja, von der Höhe reicht das.
Ja, aber es ist hier patentierte Kess-Spanngurt-Technik. Habe ich beim Segelschein gelernt, da den doppelten Windsor oben. Und so wie ich ihn kenne, hat er wahrscheinlich wirklich einen Segelschein. Nee, danke. Da war meine Freizeit dann zu Ende. Zwischen Klavierspielen und Angelschein. Genau. Und Tennis. Und Tennis. Tennis auch gespielt? Ja. Alter Junge, was hast du 10 Jahre. 10? Tennis habe ich lange gespielt. Fußball, Tennis. In Amerika auch? Hm? Tennis? Mit Boris zusammen. Auf Malle. Damals Tennis, heute Knast. Morgen Steuerhinterziehung. Immer zerkratzt die ganze Achse beim Ein- und Ausbau, ne? Hier ist eine schöne Alu-Silly drauf. Schön läuft das. So, jetzt muss ich da hinten einmal die Strebe ausbauen, wo der Motor drauf steht. Den müssen wir nämlich auf jeden Fall da einmal anschrauben. Das geht Spiel, ist das, ne? Also der genau. dieser Dämpfer hier. Da anschrauben und dann können wir da nämlich hier draufstellen. Genau. Ah, der Vorteil, wenn man den Ladenverkauf schraubt, da kann man sich auch einfach mal unter das Auto legen mit sauberen Klamotten. Aber ich finde immer wieder geil, man denkt halt, also man selber denkt immer, man braucht eine Hebebühne zum Schrauben. Aber eigentlich geht auch wirklich alles ohne. Eigentlich reichen Ladenverkauf. Eigentlich reichen 300 Quadratmeter Ladenverkauf und eine gute Heizung, ne? Soll ich sagen, was aber scheiße ist? Brauchst du vor? Ne, jetzt müssen wir nochmal zur Achsermessung gehen. Ne, du kannst eine da schon mal von der Achse lösen, die hintere. Dieses Teil ist übrigens wirklich für jeden Quadrofahrer überlebenswichtig. Die ist jetzt hier von Christian Leber aus Süddeutschland. Kann ich wirklich nur empfehlen, weil original ist ja gar keine Strebe. Verbindet Getriebe mit Achse und man braucht es einfach zum Schalten. Unter Last wackelt dieser Motor gerade von 1 und 2 so krass, dass ihr mit den Stangen habt ihr die Schaltung nicht entkoppelt. Das heißt, der Hebel im Innenraum wackelt auch mit, kann man mal gut beobachten. Machst du so einen Lastwechsel, erster Gang, siehst du, wie der Schalthebel die ganze Zeit hin und her wandert. Das liegt daran, weil der Motor wandert. Das überträgt sich auf die Schaltung, wie will man da geil schalten. Ne? Macht man die Strebe rein, andersrum. Macht man die Strebe rein, wird das gleich deutlich schneller. Ja. Könnt ihr mal bitte, wie massiv, also A, wie viele Blechversteifungen dann doch in so einem Fußraum drin sind, ne? Und wie massiv dieses Gewinde ist. Jetzt würde ich vorschlagen, wir machen Folgendes. Wir schieben den mal einmal hier so rein. Geil, ich diese Wagen eigentlich finde. Aber da habe ich echt alles gegeben, du. Muss ich sagen, Alter. Den Grundrahmen so krumm zu schweißen. Der Boden ist schief. Der Flieser ist schief. Oder mein Boden ist schief, sucht euch aus. Ich sehe gerade, wir könnten Glück haben. Auf die Füße jetzt, auf der Schnee. Es hat sich einer damals was dabei gedacht, als er diesen Motorständer gebaut hat. Weil die Füße. Also, wir haben uns beide nichts dabei gedacht. Du brauchst jetzt auch immer nicht so tun. Es könnte tatsächlich sein, dass er da reingeht. Weil das ist wir immer, haben ihn dann rausgenommen. Das ist immer Baustelle. Auch mit Kran. Nein, da hatten wir nicht Pizza, sondern McDonald's und haben einfach gehoben. Ich glaube echt, haben wir einfach gehoben. Ja, du brauchst du fast geil hochziehen, ne? Warte, mein Fuß ist weg. Jo. Alter, man könnte sagen, wir haben das geplant, ne? Also ohne Spaß, Jungs, ne? Toll. Finde ich ein bisschen. Finde ich ein bisschen geil. Kannst du bitte runterlassen, bevor das Ding echt abflug kommt? Ja, jetzt kann er eh mehr weg. Oder? Ja. Alter, der Motor ist mehr wert als mein ganzes Leben. Jo. Okay. So. Hör auf, das Allergeilste ist. Hier. Viel geiler, dafür habe ich die Dinger damals eigentlich abgeschnitten, ist, wie cool man hier jetzt endlich mal Hosen rumbauen kann. Jo. Weil ihr könnt euch vorstellen, im Auto ist das wirklich nicht so cool. Aber hier ist jetzt ja tatsächlich endlich mal Luft. Wobei das hier, das ist aber original auch so, das ist nicht so geil an der Stelle, wegen der Schaltung hier. Aber dafür gefällt mir die Seite hier umso mehr. Endlich mal 90er Titan durch. Daumenpeil fertig. Ein Bogen noch hier. Am Ende macht man eh wieder 1 Million Bögen rein. Ja, wobei, siehst du, das täuscht immer, ne? Ja, dass das hier so richtig eng schon wieder wird, ne? Aber wenn man jetzt hier guckt, Bogen draufsetzt. Ja gut, dann sind es auch noch mal 2 Zentimeter da rausgehen. So, und dann ein bisschen nach da. Also klar, man muss so eine leichten Schlenker muss man leider reinmachen. Aber bei der alten Demo war ja bei dir immer so ein 90 Grad Pimmel dran, ne? Ja. Wegen faul und so.
So, was wollten wir jetzt machen? Ach ja, Motorhalter. Da war ja was. Das heißt, ihr seht, für das Druckrohr gibt es genau nur eine Möglichkeit. Und das ist das Druckrohr wirklich hier raus, hier zwischen. Genau, zum Ladeluftkühler. Hier muss das Druckrohr lang gehen. Das geht auch in engen 90er Bogen, der geht hier knapp drunter. Hier eine Vibrant hin und hier eine am Kühler. So, das heißt aber, wenn ich jetzt Kollege Ansaugen hier noch einschiebe, bleibt hier zum Verschrauben genau nur noch dieser Platz. Das sollte ja eh klar sein, das ist ja kein Problem. Aber wo gehen wir an den Block? Das ist das Problem. Also klar, wir gehen natürlich an die originalen vier Punkte. Da sehe ich gleich schon das erste Problem. Das Problem ist hier. Also meine Idee war, eine Platte zu machen. Weißt du? Ja. Eine Platte wird aber nicht gehen, weil hier oben Ecken und Kanten sind. Ja. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir machen unter die Platte ein paar Hülsen. Mhm. Wie eine Unterlegscheibe. Das Original auch ist. Die ist ja auch so ein bisschen. Ja, genau. Genau deswegen sind sie ein bisschen höher. Ja. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall schon mal vier Hülsen, die wir am Ende da runterpumpen. Wir können auf der Seite zum Glück den Originalhalter nehmen, einfach abpausen und erstmal eine Grundplatte bauen. Auf dieser Seite, genau. Hier sind nämlich original genau deswegen auch so leichte Erhöhungen drin. So. Das heißt, hier können wir erstmal eine Grundplatte bauen. Und auf dieser Seite hier, wo man deutlich mehr sieht, würde ich ganz gerne die Taktik fahren. Wir nehmen nicht nur die beiden Verschraubungspunkte, sondern ich würde die Platte gleich durchziehen, auch bis zu den beiden vorderen, dass wir auf diese Platte den Halter für die Ölpumpe noch machen können. Mhm. Weil irgendwo wollte ich ja diese Ölpumpe festmachen. Jetzt von hier an den Halter rübergehen, finde ich irgendwie ein bisschen unschön. Mhm. Das heißt, ich würde lieber von hier dann runtergehen. Ja. Man denkt jetzt immer an eine Riesenplatte, aber wir können ja einen Großteil von der Platte am Ende eh wieder wegnehmen, Löcher reinmachen, wie auch immer. Das ist gar nicht viel wiegt. Ne? So, und dann müssen wir auch hier nach maximal weit nach außen gehen. Aber sollte hier nicht noch was hin, was du mir vorhin geschickt hast? Ja, irgendwann mal. Da müssen wir noch ein bisschen Platz lassen an der Stelle. Da muss vielleicht noch was hin. Ja. Klima, ist ja logisch. Ja, Klima, also, stimmt. Ja. Stimmt. Ja. Okay. Ja, pass auf, ich hole mal einmal eine Schablone. Wir müssen ja irgendwie, um da Stabilität reinzubringen, an dem Anlasser vorbei. Also hier ist ja Verschraubungspunkt. Warte. Und da? Hier und da sind Verschraubungspunkte. Und wenn wir das... Ja, also, naja, ist nicht korrekt, der Halter geht ja eh nur bis hier. Also wir müssen ja irgendwie hier durch. Auf der Seite sitzt aber natürlich der Magnetschalter schon krass davor, wenn wir hier hin wollen. Das heißt, ich würde hier auf jeden Fall vor dem Anlasser bleiben. Das heißt, es müsste ungefähr... Sind wir hier noch dran vorbei, ja, ne? Ja, würde ich sagen. Wobei, er wird stabiler, wenn wir breit gehen. Also auf jeden Fall müssen wir so eine Art Platten machen, die hier... rübergehen. Also das Ganze wird dann irgendwo am Ende, ich sag mal übertrieben jetzt mal auf schnell, so aussehen. Jetzt wiederum, wenn ihr von vorne guckt, seht ihr, da kommt ja noch die Ansaugung jetzt gleich wieder durch. Das heißt, hier muss dann am Ende wieder die Hälfte von weggeschnitten werden und dann bleibt halt wirklich nicht viel. Was ich noch überlege ist, okay, das ist aber Zukunft. Als allererstes machen wir jetzt die Platten, die an den Block rankommen. Also, Halter Nummer 1. Den bauen wir jetzt übrigens, wie ich vorhin schon sagte, aus Edelstahl. Wir haben gerade nur 3 mm Edelstahl hier. Lässt sich schöner schweißen. Wobei, eigentlich ist es Tom egal, was er schweißt. Aber wir machen erstmal Edelstahl. Ich habe den jetzt hier drauf übertragen und will ihn gerne gleich maximal steif machen. So. Wie machen wir das? So sitzt er ja am Ende im Auto drin. Ist das korrekt? Ja, so, genau, so. So. Das heißt, ich lasse hier oben und unten, wenn ich eh schon Blech habe, einen Streifen stehen, den kanten wir nach oben. Das heißt, die Platte bekommt immerhin in Längsrichtung schon mal Stabilität. Man könnte sie theoretisch so noch biegen, aber so gar nicht mehr. Es bringt mir nichts, sie links und rechts auch noch hochzuklappen, weil wir niemals um die Rundung kommen. Zumindest nicht mit unserem Werkzeug. Also A ist eh interessant, ob unsere Werkbank gleich 3 mm kann, aber das machen wir schon irgendwie. Aber die Seiten hochklappen würde nichts bringen, weil, ja, da ist ein bisschen Baustelle. So wie es am Ende sein wird, es wird hier eh was im Weg sein, wir flexen es am Ende weg, wie auch immer. Aber erstmal, wenn man es eh schon hat, würde ich jetzt erstmal nur ausschneiden, unten oben hochklappen. Dann können wir das zumindest ranschrauben und können dann anfangen mit einer Schablone gucken, wo wir hin müssen. Ganz wichtig zum Flexen, wenn ihr auch so eine schöne Edelstahlplatte habt, ich nehme einfach irgendein altes Brett immer aus dem Lager, dann könnt ihr nämlich einfach drauf losflexen, die Platte schön festhalten. Das Geile ist auch, sobald die Platte ein bisschen heiß wird, hält die sich tatsächlich auch auf dem Holz von alleine
und einfach sauber immer wegschneiden. Sobald keine Funken mehr da sind, heißt es, ihr seid auf dem Holz. Der Flex und dem Holz macht es nichts, es qualmt nur ein bisschen, achtet auf irgendwelche Rauchmelder. Aber es ist einfach am einfachsten. Und es riecht gleich immer ein bisschen weihnachtlich hier. Zack! So, jetzt gehen wir zu meinem Lieblingstool. Maschallah. Meinst du, wir können 3 mm kanten? Also wir ja, aber ob die Maschinska weiß ich nicht. Maschinska. Die Maschine! Die Maschinska. Wie rum würdest du es immer kanten? So rum? So rum. Also, lange Seite rausstehen, lange Seite reinstehen. Lange Seite rein. Echt? Hm. Das geht, aber es geht schon auf. Wie weit denn? 90. Achso. Warte mal. Nee, wir müssen es überbieten. Nee, das ist ja immer das Problem. Es steht ja hinten hoch drin. Guck mal hinten rein. Hm, stimmt. Kenn ich ja schon von dem Gerät hier. Also für mal eben so finde ich das schon echt nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, man merkt so schon beim Anfassen. Also wenn hier jetzt noch... Also mein Wunsch wäre wie so ein Kartenhaus. Hier jetzt 2 schräge Bleche. Mhm. Die so zusammengehen. Und am Ende machen wir hier in der Mitte ein Loch. Und machen quasi noch wieder... Weil sich 2 Bleche so da rein. Also, dass das wirklich aussieht wie ein Käfig so ungefähr. Ne? Ja. Also, dann wird das schon gut. Ja, wobei ich die von dem Original übernommen habe. Ne? Weil ihr seht jetzt ja, wie eng das hier. Also, Variante 1 ist, da schon mal ausflexen. An beiden Seiten. Halte ich aber für nicht so geil. Ich glaube, es ist geiler, dass wir einfach über diese Kante hier kommen. Welche. Jetzt zur Sekunde nehmen wir da einfach Unterlegscheiben für. Das heißt, ich bohre jetzt mal hier 4 11er Löcher rein und dann gucken wir mal. Da hast du jetzt echt die Talschrauben genommen? Ja, die lagen da rein. Lieb doch, du hast keine Ahnung. Kennst du das, wenn man selber Löcher gebohrt hat und man die Schraube ansetzt und sie greift beim ersten Mal? Was ist das für ein Gefühl? Nein, das kenn ich nicht. Okay. Habe mich bei Tom aber auch gewundert. Sind Sie bereit? Ja. Also das Problem wird halt, wenn ich jetzt hier schon reingucke, guck mal, hier ist... Ja, bleibt nur so viel stehen. Ja. Die nächste Stelle, ja. Also hier ist... Also da ist wirklich fast gar nichts. Schenk mal rein, bitte. Aber... Wie es darin aussieht, ich möchte mal kurz für mich sehen, wie viel... Ja, es ist doch, ja, ein Daumen breit, ne? Mhm. 25. Also 25 haben wir ja gelernt. Das sind am geilsten wäre echt so eine gehobene Stange von so einem Chromo-Rohr von Nils, was wir hier so ein bisschen hier so rangehen, weißt du? Oder hier so runtergeschwungen. Wo wir uns dann so Bleche drum bauen, weißt du? Ja, aber die Frage ist, ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde anfangen und würde hier ein richtig massives Blech reinstellen. Mhm. Kann man dann hier ein schönes Loch machen, dass man auch zur Not mit einer Mutti auf den Anlasser kommt und so, ne? Mhm. Ich überlege jetzt gerade, ob wir es... Wir können es dann ja trotzdem ab hier winkeln, nach da. Dass sich der Verschraubungspunkt da ein bisschen weiter nicht hier an der Kante ist, ne? Ja. Sondern ein bisschen nach da ist. Das hintere Blech würde ich dementsprechend möglichst weit hier hinten durchführen. Dass das vielleicht dafür gerade steht, ne? Mhm. Kommt das hin? Wollen wir das hier gerade durchziehen? Endet das ja hier? Das passt ja, ne? Mhm. Das heißt, das hintere ist wirklich nur so ein ganz dünner... Reifen, der da so rüber geht. Hier vorne macht man einen großen und dafür muss man dann aber den Weg, der Platz, der hier zwischen ist, ja, den muss man auffüllen. Warte mal, ich habe eine Idee. Weil ich habe mir nur eingeredet, auf der Seite nach hier weiter hinten zu gehen, mhm, weil wir auf der Seite tendenziell eher den Platz haben, also unten weiter nach hinten gehen und ich hätte natürlich schon gerne den Motor so drauf sitzend und nicht so. Ja, ja, klar. Aber bei wie vielen Autos ist es serienmäßig so, dass der eine ein bisschen weiter vorne oder hinten angeschraubt ist. Ne? Und dann ist es ja auch noch starr drauf geschraubt. Ja. Also da zählt, glaube ich, echt eher die Stabilität. Pass auf, da machen wir jetzt nämlich Folgendes. Ja, man könnte sich auch einfach eine Schere holen. Ne? Ich hab's so lange gesehen.
Ach, danke. Jetzt fängt das Leben mal an. Bastelstunde, Fritz wird neidisch sein, wenn er das sieht, dass er nicht mit dabei ist. So. So, bevor ich das jetzt zerlege, muss ich da ein Foto von machen. So viele Fotos wie ein Terabyte. Ein Terabyte. Ich habe 256, die sind auch schon voll. Na? Wir können also ja mal gucken, ob einer von euch mehr Fotos auf dem Handy hat. Nee, ist gar nicht so schlimm. Ah. WhatsApp-Nachrichten nicht mehr. Ja, WhatsApp muss bei dir Feierabend sein. Ich habe 86.000 auf. 86? Nachrichten? Fotos. Fotos, also, ja, da bin ich nicht. Da bin ich bei 33.000. Ich bin bei 31.300. Ich glaube, es hat garantiert einer mehr als 86.000 Fotos auf. Jetzt muss man dazu sagen, es sind die ersten, seit meinem ersten iPhone, die da. Ja, okay, das zeige ich mir nicht. Ja. Bei mir ist es nur das eine Handy. Seit 2010. Ich habe seit 2020. Ja, siehst du, da bin ich auch bei 80.000 Fotos für 10 Jahre eigentlich ganz da vorne dabei. Ja, bei mir ist das ein Jahr. Also, ja, siehst du, 31.000 Fotos in einem Jahr. Aber ich bin halt auch Fotograf, ne? Also, passiert. Ich auch. Im Schlafzimmer hoch. Oder. Gerade überall fotografieren. Nee, den müssen wir rausflippern wieder. So, das Video ist schon wieder ziemlich lang. Ich habe eine andere Idee. Und zwar, wir haben ja euch. Und bevor ich hier was, wir noch relativ zeitnah die Videos aktuell bringen, würde mich einfach mal eure Meinung interessieren. Also. Weil so T-Träger-mäßig wäre auch ganz cool. Jetzt, wo ich es gerade selber sehe, hat sich die Frage, glaube ich, erübrigt. Weil das Beste wird sein, 3 mm. Andere Seite 3 mm. Und dieses gebogene Blech als Blechstreifen dazwischen. Genau. Pass auf, die 2 Minuten haben wir jetzt noch. Wir basteln das einmal kurz aus Pappe. Das geht ja los jetzt. 2000 Jahre später. Also jetzt, wo ich das Gerät hier sehe, sieht ein bisschen aus wie ein Schlitten, kommt mir das Ding aber so schon recht stabil vor, ehrlich gesagt. Weil wenn ich mir das angucke, wie nur so ein bisschen zusammengeklebte Pappe schon ist. Und hier kann man ja trotzdem überall noch was machen. Also man kann hier theoretisch noch verbinden. Oder Rohr drin oder so, ne? Genau, hier kann man es noch, also das ist dann unsere Anschraubfläche. Mhm. Man kann es hier noch verbinden. Von der Theorie her ist hier noch irgendwo vielleicht Platz. Also man könnte es hier mit dem Blech noch zumachen. Also das geht schon. Und ist natürlich krass. Ja, ein ganz bisschen. Einmal müssen wir mal korrigieren. Und zwar hier. Ja, Watson, ich hol mal einen Drehmeil. Hier und da. Hol dir Zickzackschere. Hier müssen wir am Ende aufpassen, dass wir da vernünftig drauf kommen. Boah. Das ist bestimmt ein bisschen gegen die Schraube gekommen, oder? Ja, ist zu breit. Also wir können schmaler machen. Das passt aber. Ja, aber er müsste eigentlich nach unten überstehen. Ja. Wenn du hier durchguckst, hier kannst du durchluschern. Gott sei Dank ist das Eisen gerade. Ja, klar, passt es, aber das Blech ist so. Das heißt, wenn wir hier schon in der Schraube stehen, also der ganze Halter wird, was ja nicht schlimm ist, der ganze Halter wird vielleicht maximal drei Finger breit sein. Was nicht schlimm ist, weil die Tiefe macht ihn nicht stabiler. Also ich würde auch sagen, mit dem Ding brauchen wir uns nicht hier zu verstecken. Hat sich meine Frage erübrigt, wir bauen das genau so, aber für dieses Video reicht es auf jeden Fall. Das heißt, hauptsächlich besteht ein, das ist so eigentlich recht einfach, wenn ich jetzt ehrlich bin, weil es ist eigentlich nur ein geiles Blech für vorne fertig machen. Wenn das vordere Blech perfekt sitzt, können wir das relativ gut auf hinten kopieren. Ich würde es hier schon großzügig genug machen, dass überall genug Luft ist. Das machen wir einfach in 3 mm. Danach ist es in der Mitte einfach nur noch ein Blechstreifen zwischenlegen, den wir einmal kannten und am Ende ein bisschen verbinden. Vielleicht können wir auch in der Mitte einfach noch ein bisschen dicker machen, 5 oder so. Aber es ist einfach so gerade durch. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Nee? Weil wenn, dann ist die Kraft in die Richtung. Also, weißt du, er drückt ja mehr so und nicht so. Und so. Na ja, gut, das nimmt ja aber auch schon so auf. Ne? Spannt er, wenn dann das Blech auseinander. Also wenn, dann ist es eher, dass das linke und rechte auseinander geht und dabei zieht er an den mittleren. Mhm. Weil in der Biegerichtung kann das Blech nicht so viel. Hast du ja gesehen, sonst könnten wir es mit der Kantbank ja gar nicht verbiegen. Okay, wir sind jetzt natürlich hier gerade noch viel zu. Oder andererseits, Alter, scheiß drauf, die Halter sind so schnell gebaut. Das liegt da jetzt so geil drauf. Eine Schraube durch den Abfahrt halt, ne? Ja, eine große. Also klar, wir vielleicht M20 oder so, haben ein bisschen kleiner. Nee, wir können es auch hier wieder natürlich jetzt passend nochmal ein bisschen hier auch wieder eigentlich ein bisschen flacher machen, so, ne? Was ist ein Original? M8 oder so, ne? Naja, ich meinte jetzt, ob wir es einkürzen und, wie gesagt, was zwischenmachen. Nee, klar, würde ich auch machen. Das kläre ich nochmal ab, ob es Sinn macht, dort einen, ob wir es wirklich Blech auf Blech machen oder ob man ein bisschen Alu zwischen, kein Plan. So ist auf jeden Fall der Schritt. Im nächsten Video solltet ihr die Halter fertig sehen. Ich finde es gut. Dann können wir hier mit dem Druckrohr durch, genau. Und dann haben wir alles. Und die andere Seite wird deutlich einfacher. Ja.
Ich würde sagen, Bastelstunde zu Ende, es ist spät. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Schneiden, viel Spaß beim Zugucken. Dankeschön. Wird witzig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.